Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Start in die neue Handelswoche erwischt. Der DAX legte gleich über der Marke von 12.700 Punkten los und baute seine Gewinne im Laufe des Tages dann weiter aus. Am Ende schloss er dann bei 12.828 Punkten. Das ist ein Plus von 1,1% bzw. knapp 140 Punkten. Blicken wir voraus auf den neuen Handelstag, jetzt zusammen mit Franziska Schimke, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Schönen guten Morgen. Franziska, wie könnte der DAX heute in den Tag starten? Was sind seine Vorgaben? Einen schönen guten Morgen. Der deutsche Leitindex ist ja gestern nahe seiner Tageshöchststände aus dem Handel gegangen. Das ist immer ein sehr positives Signal. Und getrieben wurden die Märkte gestern ja aufgrund der Hoffnung, dass die politischen Unsicherheiten jetzt eben nachlassen, weil der US-Präsident Donald Trump im Rahmen seiner Corona-Infektion zurückkehrt in das Weiße Haus. Somit könnte auch ein weiteres Konjunkturpaket tatsächlich wieder und weiter auf den Weg gebracht werden zwischen Republikanern und Demokraten. Geraten, war da zuletzt ja Funkstille. Es gab zudem aber auch positive Konjunktursignale aus den USA und das hat dann auch den Dow Jones gestern zum Wochenauftakt ganz ordentlich angetrieben. 1,7% fester war dieser aus dem Handel gegangen und freundlicher sind dann auch heute die asiatischen Märkte unterwegs. Nikkei als auch Hang Seng mit positiven Vorzeichen. In China ein weiterer Feiertag, somit von dieser Seite erst einmal keine Impulse. Aber wir rechnen damit, dass der DAX heute hier einmal mehr freundlicher startet und knapp unter der 12.900-Punkte-Marke verläuft die 50-Tage-Linie. Das heißt, wenn wir in diese Richtung marschieren, wäre das auf jeden Fall ein positives Signal für den Gesamtmarkt. Vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt unsere Marktidee. Heute ist dies Tesla. Kaum eine Woche vergeht derzeit ohne neue Meldungen von Tesla. Zuletzt gab es Absatzzahlen und diverse Analystenstudien. Die Aktie zeigte sich in den vergangenen Wochen wieder einmal sehr volatil. Aus technischer Sicht ist es wichtig, dass eine bestimmte Unterstützung nicht unterschritten wird. Dann könnte der Kurs zwei Ziele auf der Oberseite angreifen. Wo sich diese befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Morgen sehen wir uns dann wieder mit Ideas Daily TV. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.